Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge direkt aus der Bestiary Liga mit meiner Beast Lady, der Waldläuferin, ihrer Katze Socke und manchmal ist auch ein Eisgolem dabei, wenn ich die richtige Taste drücke, so. Schlechter Effekt. Na, Patzer gleich am Anfang, das kann ja eine Folge werden. Mensch, das wird heiter. Ja, wir sind hier wieder, im Prinzip sind wir wieder hier in der Passage zu Lunaris. Nun waren wir in der letzten Folge ja im Lunaris-Tempel. Leider, wenn man sich da zu lange aufhält, ist hier alles wieder auf Null gesetzt, so wie jetzt. So, aber ich weiß, dass wir da lang müssen und dann laufen wir da jetzt auch einfach mal lang. So, ich habe übrigens ein paar tolle neue Schuhe gefunden beim letzten Mal. Deswegen bin ich jetzt auch gleich noch schneller unterwegs wieder. So, ich kann euch die ja mal zeigen. Das sind jetzt hier diese. So, ich habe jetzt auch Feuerwiderstand und Blitzwiderstand draufgehauen. Ich bin übrigens, ist mir aufgefallen, bei den Widerständen bin ich gar nicht so, doch, obwohl auch gar nicht so schlecht. Also das geht dann schon. Wer gibt mir denn hier irgendwas Widerstände? Kreaturen haben 10.200 maximales Leben, ist aber trotzdem tot, ne? Das Eisgolem. Ständig ist das Eisgolem tot. Ich weiß gar nicht warum. Ah ja, gut, okay. So. Ja, und dann marschieren wir jetzt mal weiter. Also die Schuhe sind nicht schlecht. So, und ich bin, wie gesagt, ein bisschen schneller. Ich habe ein bisschen mehr Ausweichen. Ich habe gar nicht geguckt jetzt eben bei Ausweichen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Hat einer von euch aufgepasst? Ich habe nicht aufgepasst. Auch mal gucken. Defensiv, ausgeschätzte Angriffe. Nein, immerhin 50%. Das ist ja gar nicht so schlecht. Könnte schlechter sein. So, zack, das Florent nehmen wir mal mit. So, also wir müssen jetzt ja hier rüber. Jetzt müssen wir über die Hafenbrücke. Und da gibt es ja diese Dings. Da müssen diese beiden Riesenäumel, die man findet, die einem das Inventar völlig blockieren, total überfüllen. Diese beiden Riesenäumel. So. Ja, ist egal. So, die müssen da rein. So, hier kann man übrigens eigentlich ganz gut ein bisschen looten, vielleicht noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Finde ich, wenn ich mich richtig erinnere, sind hier ziemlich viele Biester unterwegs, die auch das eine oder andere schmeißen. Hallo? Aber jetzt. Die sind auch ganz schön widerspenstig. Was ist denn das jetzt hier für ein Level 60? So, und ich bin jetzt mittlerweile Stufe 63. Das heißt, jetzt normalisiert sich das Ganze auch wieder. So, und geh weg. Kaui-Axt. Die Dinger sind immer gut, ne? Kriegt man immer Sphären des Goldschmieds dafür. Ganz fleißig. Mein Loot-Filter da eben? Oder habe ich das irgendwie... Habe ich mich da überhört? Habe ich mich da verhört? Ich dachte, das hörte sich so an, als wäre irgendwas ganz Tolles gefallen. Aber ich glaube, ich habe mich geirrt. Ja, ich habe mich geirrt. Alles zurück. Nee, doch, da ist was gefallen. Ob ich das nur unbedingt haben muss? Das ist toll. Also, das ist ein tolles Spielzeug, dieser Teleport-Pfeil. So. So, was mir nach wie vor ein bisschen fehlt, ist ein bisschen Leben. Ich finde, die hat immer noch zu wenig Leben. Ich meine, sie kommt gut durch, also bis jetzt. Also die Endbosse, die sind da vielleicht schon ein bisschen problematischer. Das werden wir nachher vielleicht auch leider feststellen. Aber im Großen und Ganzen kommt sie aber trotzdem ganz gut durch. Kann mich da jetzt nicht so beklagen. Hier ist auch schon mal mehr gefallen, hatte ich einen. Ich dachte immer, hier fallen ordentlich Sphären und so. Aber ich habe mich irgendwie dann doch irgendwie falsch erinnert, scheint mir. So, hier sind wir auch schon rüber. Da wollte ich hin. Da. So, da ist auch schon der Eingang. Oh. Da ist er auch schon. Der Eingang. Na gut. Freunde.
So, hier auch dieser tolle Tageswechsel. So, ich weiß nicht, wir könnten natürlich jetzt hier nochmal ein bisschen rumlaufen. Vielleicht schaffen wir doch tatsächlich noch einen Skillpunkt. Können wir hier noch ein paar Gegner erledigen. Zum Beispiel den dunklen Töter. Ah, hier spielen die immer so viel mit Feuer, ne? Das möge ich ja. Mag ich eigentlich gar nicht, ne? Ich bin ja mehr so die Eisprinzessin. So, ich muss auch viel mehr mit diesem Teleport-Pfeil machen. Einfach, um mich dran zu gewöhnen. Denn ich denke mal, das werden wir nachher in den Maps, werden wir das brauchen. Und wenn man das nicht so ein bisschen antrainiert, ja, da hat man insofern immer schlechte Karten. Ah, falsche Taste. Oh, ganz schnell weg. Dann hat man nämlich ganz schlechte Karten, weil dann denkt man da immer nicht dran. Ich habe das mit diesen Movement Skills, ist das immer so eine Sache, auch im Labyrinth. Man vergisst das immer sehr gerne. Dass man ja diesen Movement Skill doch das eine oder andere Mal dann durchaus einsetzen sollte. Damit man, was weiß ich, vom Lord wegkommt. Oder. Und das ist immer so eine Geschichte. Und in den Maps braucht man das nachher noch mehr bei den Endbossen eigentlich. Muss man viel öfter einsetzen. Aber dafür muss man das so, das muss ja unbewusst, soll das ja gerne, ne? Irgendwie funktionieren, aber dafür muss man es auch ständig ansetzen. Sonst denkt man in den entscheidenden Momenten, denkt man nicht drüber nach. Und kann es dann auch nicht unbewusst und dann ist schon irgendwie schlecht. Aber ich glaube, das wird nichts mehr mit dem Stufenanstieg. Habe ich so einen Eindruck. Na, wenigstens können wir noch die eine oder andere Gamme dann hier erhöhen. Ja, besser als nichts. Das war ein kritischer, würde ich mal sagen. Ja. Das war's, oder was? Ein bisschen was haben wir hier zwar noch, aber für eine Stufe wird es nicht reichen. Aber für eine Stachelkeule, immerhin. Halleluja. Wollen wir mal gucken, was das Schönes ist. Ich vergesse das ja immer zu zeigen, ne? Einhandstreinkolben, feiner 306% erhöhter physischer Schaden, was aber trotzdem nicht so wahnsinnig viel Auswirkung hat. Verringerte Angriffsgeschwindigkeit, ganz toll. Verlängerte Betäubungsdauer und mehr Blut. Mehr Blut ist klasse. Mehr Blut ist wirklich klasse. Ist nur ein optischer Effekt, aber ist ein wahres Gemetzel. So. Was würde ich denn eigentlich mit dem nächsten Stufenanstieg noch erhöhen? Wir können ja mal gucken. Was würden wir denn überhaupt erhöhen hier wollen? Erhöhen wollen. Also das haben wir ja im Prinzip durch. Das heißt, wir würden jetzt dann noch ein bisschen Waffen-Elementarschaden machen. Gut, wir können ja noch mal eine Runde weiterlaufen hier. So, dann laufen wir hier nochmal durch. Und werden hier nochmal ein paar Gegner, bis wir die Stufe Aufstieg haben. Und dann gehen wir zu den Endbossen rein. Ich glaube, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Ah, ich hatte hier doch durchgesollt. Ich glaube, so wahnsinnig viel brauchen wir ja nicht mehr. So, also man muss es jetzt nicht unbedingt. Ich finde gerade so in den Akten ist das nicht ganz so entscheidend. Aber da können wir ja das Portal zumindest noch mitnehmen, was ja auch schon mal was hat. Ah, das ist da oben. Sehr gut. Geschafft. Aber wir nehmen jetzt das Portal da drüben noch mit. Das habe ich nämlich noch nicht. Das nehmen wir noch mit. So, dann gehen wir einmal wieder zurück. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir da mit Solaris und Lunaris klarkommen. Ich glaube, das ist ein bisschen spannend. Ich glaube schon, dass das jetzt ein bisschen spannend wird. Weil die nicht ganz so leicht zu knacken sind. Finde ich jedenfalls. So, wir werden jetzt hier mal gucken, was haben wir jetzt. 8196. Und da machen wir jetzt eben draus. Wo waren wir? Da oben, ne? 8114. Also vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch daran, wie wir 12% physischen Schaden erhöht haben, was ja alles letztendlich umgewandelt wird. Das war ja nicht mal annähernd so ein Sprung. Also das ist ja viel cooler als diese 12% hier.
Also da ging es ja dann, wenn überhaupt, ging es da wirklich ums Leben. Alles andere wäre ja nun. Aber wenn ich mir das jetzt mal angucke, hier mit dem Leben, gehe mal ganz kurz weg. 5%, 10% maximales Leben. Naja, gut, dafür habe ich natürlich hier ein bisschen Ausweichen noch dazu. Na gut. Mag irgendwie, ich glaube, ist total Banane, glaube ich, am Ende. Am Ende ist das total Banane, glaube ich. Was man davon nimmt. So, der Himmelsschrein. Also hier wird es jetzt nicht so nett. Ja, Golem ist ja noch ganz pfiffig, also Rinder. So, wen muss ich denn zuerst töten? Also noch bekakeln die sich ja beide gegenseitig, habe ich so einen Eindruck. Ich weiß, wie mein Mana ist schon weg. Jetzt schon. Aua, 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 aua. Aua. Autsch! Sag mal. Und immer ist das Mana weg. Oh! Was habe ich gebrannt? Ah! Nee, das ist das nicht so richtig. Es ist nicht so richtig. So, aber wir wollen jetzt mal hier. Ich nehme jetzt mal. Ba, 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 ba. Ne, Sperrfeuer nicht. Wir nehmen jetzt mal die Projektilsalve raus. Was haben wir jetzt? 7,3. Und dann haben wir 8,9. Das ist ein kleiner Unterschied. Mal gucken, ob das besser klappt. Wir werden auf alle Fälle das wieder einsetzen. Und, obwohl, der war noch da, ne? Okay. Feuer muss ich ein bisschen aufpassen. Dass sie sich auch immer ständig da abwechseln müssen, finde ich auch gar nicht so gut. Ich glaube auch nicht, dass mir das wirklich weiterhilft, mich direkt vor die zu stellen. Autsch. Das ist aber schon ein bisschen schmerzhaft, so im Großen und Ganzen. So. Ja, mach ruhig ein bisschen Feuer. Man muss ein bisschen, muss immer in Bewegung bleiben, ne? Ah, jetzt habe ich. Kurz auf die Tastatur geguckt. Sonst wäre ich natürlich eindeutig, wäre nicht gestorben, wenn ich jetzt in diesem Moment nicht auf die Tastatur geguckt hätte. Die sind nicht ohne. Also ich bin da schon leichter durchgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Komm, dann machen wir den mal ganz kurz neu und Rinder. Flammenmeer. Die behageln aber schon ganz schön, ne? Immer so, das ist gar nicht mal so nett. So. Aua, 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 nicht, 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 ich wollte nicht brennen. Man hört doch mal auf jetzt. So, einmal den. Vielleicht sollte ich auch alles mein Double machen lassen. So, okay. Das war ja aber erst die erste Prinzessin hier. Und die andere, erst haben sie sich in die Haare, ja? Und jetzt nimmt sie mir das auch noch übel, oder was, dass ich ihre Schwester fertig gemacht habe. Manometer. Jetzt hau ich einfach nur draufhalten. Einfach draufhalten. Nee, doch nicht. Was? Ah, da, er hat gezuckt, er hat gezuckt.
So, zack. Tata. So, zweimal gestorben. Ah, okay, das müssen wir nachher noch einpacken. So. Sagst du nur, wenn ein ja, das ist immer ein bisschen schwer. Das muss man natürlich vorher abschätzen. So, aber ich glaube, ich bleibe jetzt einfach mal hier. Von Schaden über Zeit. Was gibt es denn hier eigentlich noch? Ihr könnt nicht, wenn ihr kürzlich betäubt wurde. Nee, ich glaube, da machen wir das doch für jeden Gegner. Was ist uns, wenn nur ein Gegner im Umkreis? Ich glaube, ich nehme den. Also meistens sind ja nicht die Massen an Gegnern, die mich fertig machen, sondern meistens die Einzel. Gegner, die mich fertig machen. Also die Endbosse. So wie hier jetzt zum Beispiel. So, ja. Also, das war jetzt das Ende von Akt 8. Also, es ist also einfach zu wenig Leben. Das ist, also man merkt schon, da ist zu wenig Leben. Vielleicht muss man wirklich näher ran. Es gibt ja da noch ein paar Möglichkeiten. Also eigentlich müsste ich den tatsächlich, so der Schaden finde ich ist soweit ganz okay. Aber Leben ist ein bisschen mager. Vielleicht müsste ich statt jetzt hier wirklich mehr Schaden, obwohl mit den, ist gar nicht schlecht, aber vielleicht müsste ich hier doch einfach sagen, ich baller hier diese beiden Punkte, die sind eigentlich nicht vorgesehen von der Skilltree-Empfehlung, aber ich sollte die vielleicht doch lieber vorsichtshalber raufballern. Außerdem müsste ich bei den Items noch ein bisschen gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Tja. Tja, was soll ich sagen? Also eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin mal gespannt, wie die sich nachher in den Maps noch schlagen wird. Ein bisschen was werden wir an den Items ja tatsächlich dann auch noch ändern. Da wird sich ja noch ein bisschen was entwickeln hier. Handschuhe etc. Und mal gucken hier. Die zum Beispiel sind total schlecht. So, obwohl die natürlich hier physischen Schaden hinzufügen. Lebensregeneration habe ich ja nicht. Habe ich ja deaktiviert. Dafür sauge ich mehr Leben. Hat man aber hier gesehen, nutzt einem nichts, wenn da nicht ausreichend Schaden durchkommt. Der physische Schaden von dem Sperrfeuer, der hat es auch nicht so richtig gebracht. Wird man mal gucken müssen, wie man das irgendwie besser handhabt. Ich werde mir was überlegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. By the divine authority of the Templar, you are hereby exiled to the forsaken shores of Reklast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt.